Go. Und damit darf ich euch zu einer neuen Testaufnahme begrüßen. Ja, genau, ich teste meine neue Webcam zu Slenderman. Wer mich kennt, weiß, ich hab Angst und scheiß mir gleich in die Hose. Mein Sprinten fühlt sich irgendwie so langsam an. Irgendwie, ja, Taschenlampe geht auch aus. Das macht es natürlich viel besser. Ich hab's mal geschafft, 4 Seiten zu sammeln. Mehr nicht. Und irgendwann ging dann das Licht aus. Ja, beim letzten Mal war das sogar so, dass ich dann zum Slenderman reingelaufen bin, weil mein Licht aus war und ich nichts mehr gesehen habe. Da war ich auch ein bisschen traurig. Allerdings muss ich heute ein bisschen aufpassen. Beim letzten Mal bin ich relativ viel rumgesprungen, wobei ich mich so erschrocken habe. Jetzt ist mein Arm aber zwischen meinem Popfilter und meinem Geigen. Also hier das mein Mikrofon hält. Also wenn ich aufspringe, wird das relativ lustig. Dann schmeiße ich gleich mein ganzes Mikrofon um. So, jetzt habe ich mich verlaufen. Da ist ein Auto. Oh nee, ich mach lieber Licht an. Noch ist es ja relativ ungruselig. Weil ich glaube, der komische Slenderman verfolgt einen erst nach 2 Seiten. Generell ist das Spiel eigentlich schon gar nicht mehr so gruselig, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ist ja auch schon was älter. Juhu, die erste Seite. Kannst nicht weglaufen. Gut. Schauen wir mal, ob ich das nicht kann. Okay, die Musik wird schon lustig. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Sollte ich in den Wald reinrennen? Nein, sollte ich nicht. Gab es nicht irgendwelche Anzeichen dafür, wenn der kommt? Ach, wie ich das liebe. Warum ich mich auch immer wieder zu sowas überreden lassen soll. Einen schönen Gruß an meine Freundin, die mich dazu überredet hat. Und einen schönen Gruß an Daniel, der sich darauf freut. Und wehe, du guckst dieses Video nicht. Dann rede ich nicht mehr mit dir. So, bei dem Baum war ich, glaube ich, schon mal schon. Schon mal schon. Ah, das Bild. Es verändert sich. Das heißt, dass der Typ irgendwo hier ist. Das könnte zu laut werden. Sollte das dann irgendwie nicht zum Übersteuern sein. Oh Gott, meine Pumpe. An dem Baum ist doch bestimmt irgendwas da. Warum kommt er denn schon nach einer Seite? Was ist los mit dem? Sucht der Streit oder so? Warum finde ich keine Seite mehr? Ich habe Angst. Ich habe viel Angst. Hier war ich doch schon. Das ist doch mein Auto, wo ich die erste Seite her habe. Ich möchte ungern so viel sprinten, weil ich Angst habe, dass die Person dann aus der Puste gerät, wenn ich dann sprinten muss. Das könnte relativ schlecht für mich ausgehen. Wie wird das Slenderman eigentlich getriggert? Kommt er einfach so? Mit der Langeweile? Was ist das Slenderman überhaupt? Und warum sieht er aus wie ein Enderman? Gut, ich weiß, warum er aussieht wie ein Enderman. Das braucht man mir jetzt nicht sagen. So, hier haben wir noch ein Auto. Werden wir hier die heiß begehrte 2. Seite finden? Ja, tun wir. Ich weiß nicht, ob ich das toll oder schlecht finde oder. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das Laser stellen soll. Ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Ich hoffe jedenfalls, dass ich es hinbekomme. Ich muss mir auch angewöhnen, dass ich nicht so nah an mein Mikrofon rangehe. Sonst schmecke ich das immer fast. Der Slenderman scheint hier in der Nähe zu sein. Hilfe.
habe Angst. Jetzt habe ich mich verlaufen, weil ich Angst hatte. Super. Ja? Ist das alles, was du kannst? In so einer Situation wäre ich schneller als Usain Bolt. Könnte aber wetten. So, was haben wir hier? Na gut. Hey, drei Seiten. Jetzt taucht er bestimmt durch hinter mir auf oder so. Noch nicht. Wer hat dieses Spiel erfunden? Den sollte man eigentlich schlachten. Hey, nach 5 Minuten habe ich schon 3 Seiten. Das ist ja... Bin ja relativ stolz auf mich. Und ich habe nur 3-mal einen Herzinfarkt fast bekommen. Oder 4-mal? Ich habe da jetzt nicht so ganz gut gezählt. Was passiert eigentlich, wenn ich die 8 Seiten finde? Ist das denn so ein Troll und ich sterbe trotzdem? Nein. Ich schätze nicht, dass wir das hier drin... Nein, ich hänge am Baum, ich hänge am Baum! renn noch irgendwo hin, mach das Licht aus. Nein, mach es wieder an. Ich glaube, ich bin elegant im Kreis gelaufen. Weil ich jetzt mich durch die... Schock habe ich die A-Taste mitgerückt. Jetzt bin ich schon wieder hier. Wo ist er? Wo ist er? Lass mich doch in Ruhe. Was habe ich denn eigentlich getan? Nichts. Ich war immer sein Freund. Und dann sowas. Wie sieht das denn hier so aus? Keine Ahnung, wo die nächste Seite sein könnte. Ich weiß, dass es hier doch noch irgendwo so eine Haussiedlung geben muss. Da könnte man... Warte mal, meine Taschenlampe. Hey, nein. Habe ich doch schon. Bei dem Blauen habe ich doch schon mal was gefunden. Ich glaube, wenn die Taschenlampe aus ist, dann haben wir die ganze Nummer verloren. Dann brauchen wir hier nicht mehr viel zu sagen. Dann können wir eigentlich nur noch heulen. Aber heulen ist dann auch überbewertet, weil der Typ hier an uns so ist. Oder geht die Taschenlampe irgendwann von alleine aus und man muss dann im Dunkeln die letzten Seiten suchen. Das kann natürlich auch sein. Warum? Warum geht das nicht weg? Ah, er war rechts. Ne, links. Irgendwo. Er war auf jeden Fall da. Ah, erst da hinten immer noch Hilfe, Hilfe! Baum, warum renne ich immer in den Wald? Warum bist du außer Puste? Hast du Wasser in der Butterbirne? Guck mal, da ist ein Haus. Das ist zum Glück überhaupt nicht gruselig, wenn wir da reingehen. Kann der in diesem Haus auftauchen? Die unbekannte Fremde neben mir nickt. Was macht mir Angst? Wenn er hier drin auftaucht, ich schwöre, ich sterbe. Ich krieg einen Herzinfarkt. Was mache ich denn jetzt, wenn er hier auftaucht? Dann komme ich ja nicht mehr raus. Slender. Da hast du Angst von mir, wa? Ach, da geht's wieder nach draußen. Da ist echt noch eine Seite. Don't look or it takes you.
Ah, er ist da. Lass mich in Ruhe. Gänsehaut am ganzen Körper, voll gruselig. Was haben wir denn hier so? Könnte das sein, dass hier außen am Haus noch eine Seite ist? Ich glaube schon. Hey, 4 Seiten habe ich schon mal gefunden, wie beim letzten Mal. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber dadurch, dass ich jetzt hier so elegant im Kreis rumgelaufen bin, habe ich auch keine Ahnung, habe ich schon wieder meinen kompletten Orientierungssinn verloren. Okay, laufen wir einfach in. Laufen wir einfach im Kreis, bis wir happy sind. Ich weiß nicht wohin. Kann mir mal jemand einen Tipp geben? Die Taschenlampe geht aus. Ich fühle mich verloren. Ich bin schon wieder im Wald. Ich dachte, das wäre eine Seite. Und ja. Hier ist nichts. Ich bin im Schock. Wenn ich mir die Taschenlampe nicht aufmache. Ja, nein, nein! Warum kommt denn immer diese dramatische Musik? Entspannen. Durchatmen. Wuser. Langsam bis 10 zählen. Warte, lass mich in Ruhe. Nein, Baum. Nein, lass mich. Ich lebe. Nein, ich laufe gegen den Baum. Ich bin tot. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt weiter.